Ja, ich war jetzt tatsächlich von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag beim Theresienfest draußen. Und draußen ist gut, es ist ja bei mir wirklich ums Eck von Waltersroda aus gesehen. Und eine kleine Bilanz. Also Licht und Schatten, aber ich würde mal gerne mit dem Licht beginnen, weil was mir schon aufgefallen ist, wir müssen halt wahnsinnig aufpassen, dass wir jetzt, uns wieder nur in der Nörgelei treffen. Also ich sage mal, mit wem auch immer du redest, innerhalb von 5 Sätzen kommt das Thema irgendwie auf den Bürgermeister und dann bestätigt man sich gegenseitig, wie furchtbar der ist und so weiter. Und das ist alles irgendwie auch echt problematisch, weil wenn ich mir jetzt dieses Theresienfest anschaue und die Schattenseiten anschaue, dann sehe ich einiges, was an der Stadt liegt, also wo die Stadtverwaltung und die Stadtführung besser arbeiten könnte. Aber vieles liegt auch an uns als Bürgerinnen und Bürger. Wir beginnen aber mit dem Licht. Zunächst einmal ist das Theresienfest insgesamt eine hervorragende Idee und die sollte wieder mehr gefeiert werden. Also ich meine, dass das Oktoberfest auf eine Prinzessin von Hildburghausen zurückgeht, dass die Theresienwiese nach unserer Therese von Sachsen-Hildburghausen benannt ist und so weiter. Das ist so ein Riesenpfund und es ist hervorragend, dass es dieses Theresienfest gibt. Und gerade in Richtung des 200. Krönungsjubiläums der Therese als Königin von Bayern dann im Jahre 2025 sollte das Theresienfest jetzt in den nächsten Jahren wirklich eine steile Aufstiegstendenz verwirklichen. Dafür haben wir, finde ich, schon mal eine Grundvoraussetzung, und das ist ein sehr, sehr guter Festwirt. Also, ich habe den Michael Heidinger jetzt dieses Jahr etwas näher kennengelernt und ich habe mir das, naja, auch so ein bisschen aus meiner Perspektive als Veranstalter und so und auch als Mensch, der Bierzelte, naja, halt als Münchner seit seiner Kindheit kennt, habe mir das sehr genau angeschaut und ich finde, dass dir das, er und sein Team, dass die das ganz hervorragend machen. Also, es ist wirklich, wir haben einen sehr guten Festwirt, der das gut organisiert, das Team ist total freundlich und charmant und das passt einfach und die sind aber auch schnell und also es ist wirklich, der Service ist tipptopp in dem Zelt drin. Mir hat die Deko recht gut gefallen, mir haben die Bands sehr, sehr gut gefallen. Also muss sagen, wirklich vom Festwirt aus ganz dickes Lob und danke, weil das ist einfach ja, der richtige Mann, würde ich sagen. Und da hätte ich auch das Gefühl, dass man mit dem die nächsten Jahre das auch wirklich sehr gut weiterentwickeln kann. Der Platz, gab es in den letzten Jahren immer viele Diskussionen, ist, glaube ich, auf jeden Fall das Richtige. Der Richtige, das Theresienfest gehört in die Stadt hinein. Mei, der Rummel, haben jetzt einige Leute gesagt, ja, der ist zu klein und es müssten noch 5 Fahrgeschäfte mehr sein und so weiter. Realistischerweise, die Leute wollen ja auch was verdienen, war es dieses Jahr schon genau richtig, was da gestanden hat. Es hätte jetzt, glaube ich, für die Fahrgeschäftsleute, für die Schauleute nicht so viel Sinn gemacht, jetzt da noch 5 Geschichten hinzustellen. Und da kommen wir eben so zu der Frage, wie gut oder schlecht besucht ist es das Theresienfest gewesen. Viele Leute haben halt gemeint, ja, früher hatten wir ein 5.000-Mann-Zelt oder ein 8.000-Mann-Zelt oder ein 300.000-Mann-Zelt. Also die Erinnerungen variieren. Ja, es ist, glaube ich, schon so, dass das Theresienfest früher einen höheren Stellenwert hatte in der Stadt, dass es auch mehr Anziehungskraft nach außen hatte. Und wenn man dann die Leute fragt, was ist da eigentlich passiert, gibt es da verschiedene Erklärungen. Der Wechsel zwischenzeitlich ins Gewerbegebiet hat der Sache sicher nicht besonders gut getan. Aber wie dem auch sei, jetzt ist es, wie es ist. Und wenn man jetzt sich fragt, was war eigentlich die richtige große Chance, die jetzt dieses Jahr nicht genutzt wurde, dann ist es eben doch die Tatsache, dass es das 30. Jubiläum war. Also da hast du ein Jubiläumsfest von einer Sache, die unmittelbar nach der Wiedervereinigung aus der Taufe gehoben wurde. Und es wird gar nichts Wirkliches draus gemacht. Also es gibt gar nichts Spezielles Jubiläumsmäßiges da jetzt. Also es gibt keinen Jubiläumskrug oder Jubiläums-T-Shirt oder keine Ahnung. Es gibt keine richtige Jubiläumsparty.
Es gibt irgendwie gar nichts Jubiläumsmäßiges. Es ist halt das Theresienfest, ja. Und das ist schon eigentlich sehr schade. Es gibt auch keine wirklich über dieses Thema groß aufgezogene Medienberichterstattung und so. Und naja, man hat halt schon das Gefühl gehabt, dass das seitens der in der Stadtverwaltung Zuständigen halt mit Ach und Krach irgendwie organisiert worden ist. Und wenn man anschaut, ja, wer ist denn da? Ja, ich meine, Herrgott, der Ali Fröhlich kann jetzt auch nicht im Alleingang alle Probleme lösen, die da übrig gelassen werden. Und so geht es ja halt auch nicht. Ja? Also das ist schon mal der erste Punkt, ja, dass dieses Jubiläumsfest eigentlich nicht wirklich gepusht worden ist. Also man hätte ja eigentlich die ganzen 2 Jahre während Corona schon sagen können, pass auf, und wenn Corona vorbei ist, dann feiern wir ein fettes Jubiläum und so und die Vorfreude da ein bisschen anfüttern und so. Das ist halt nicht passiert. Und also es gibt ganz viele große und kleine Beispiele, wo man auch da wieder merkt, dass unsere Stadt leider im Moment nicht besonders gut funktioniert. Ich bin dann auch zu den jungen Leuten aus Würselen, aus unserer Partnerstadt, dann in einer Situation mal hin. Ich habe dann festgestellt, dass die da bei uns 8 € Eintritt zahlen fürs Festzelt irgendwie. Die Leute von der Kirmesgesellschaft von unserer Partnerstadt, die zahlen dann da Eintritt. Und sie haben gesagt, ja, aber sie zahlen es jetzt einfach, weil sie auf die Diskussionen keine Lust mehr haben. Das war ihr O-Ton, ja. Ich bin dann mit einem Tablett voll Schnäpsen und mit einem Theresienfestpaar hin und habe sie im Namen des Werberings nochmal begrüßt, weil das einfach, mir war das wirklich peinlich. Ja. Aber das sind so Geschichten, wo du einfach merkst, es ist wenig Herzblut, es ist wenig Leidenschaft, es ist wenig Planung. Man ist da ganz überrascht, oh Gott, das wollen, jetzt ist wieder Oktober, dann kommt das Theresienfest um die Ecke. Also in der Stadtverwaltung hast du im Moment wirklich das Gefühl, es ist halt auf allen Ecken der Wurm drin. Aber machen wir uns nicht auch zu leicht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen Theresienfest-Umzug anschaue, der jetzt heute gerade war, dann ist auch der eine super Sache und er ist nach wie vor sehr attraktiv. Es kommen viele Leute, um sich den anzuschauen und so weiter. Aber auch da merkst du die Verankerung im Stadtleben, unter den Vereinen, unter den Aktiven, unter den Firmen, ist nicht so, wie sie sein könnte. Und da kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, dass die Stadt schuld, die hat das nicht gemacht und das nicht gemacht. Aber ich möchte mich da mal an der eigenen Nase fassen. Also, ich hätte da von Schloss Waltersroda aus, wir hätten ja die ganzen letzten Jahre eigentlich schon wunderbar da mitlaufen können. Das hätte total gepasst. Ja? Oder auch der Werbering. Also, es gibt ja überhaupt keinen Grund, warum wir vom Werbering eigentlich nicht beim Theresienfest-Umzug auch irgendwie mitlaufen und was machen. Also, irgendein Auto mit einem Anhänger, den man irgendwie dekoriert, das würde man ja auch noch zusammenbringen. Und also ich sage mal, für uns Tatsache ist, also ich bin jetzt ja überhaupt erst seit 2019 da Vorsitzender und dann war 2 Jahre Corona, da kam es eh nicht in Frage. Aber ich habe mir eigentlich gedacht, hey, wie blöd eigentlich, warum machen wir das nicht? Ja? Also, und das ist so ein bisschen das, was mir beim Theresienfest halt auffällt. Ja, da gibt es also seitens der Stadt, der offiziellen Seite, viele, viele Sachen, die deutlich besser laufen könnten, dass man das wirklich zu einer geilen Geschichte wieder macht, dass man das wirklich wieder aufbaut und groß aufzieht. Aber es müsste auch eigentlich aus der Bevölkerung und aus den Vereinen und aus den Firmen und von den Akteuren und so, also da könnte auch mehr kommen. So, und das ist eigentlich das, was ich mir so überlegt habe, weil ich kann jetzt nicht die Stadtverwaltung gerade ändern und ich kann jetzt nicht da alles irgendwie, aber zum Beispiel eben, dass wir vom Werbering aus nächste Mal da teilnehmen oder so, das könnte man schon machen, oder dass der NABU teilnimmt. Ich glaube, die sind auch auf die Idee einfach noch nicht gekommen oder so. Also, und das gilt ja, es gibt da über 100 Vereine in Hildburghausen und viele Einrichtungen und alle möglichen. Also eigentlich, wir sollten alle damit laufen, wirklich. Wir sollten versuchen, das zu einem gemeinsamen Erlebnis zu machen und zu einer gemeinsamen Anstrengung, wo wir was richtig Tolles zusammen machen. Ja, und das ist eigentlich so meine Bilanz von dem Theresienfest. Es ist eine super Idee nach wie vor. Es ist eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Wir haben einen super Festwirt und es hat total Spaß gemacht, auch in dem Bierzelt drin. Also da haben wir da fast gewohnt jetzt die letzten 5 Tage. Ich meine, wenn man keinen Alkohol trinkt, ist es natürlich auch einfach, das 5 Tage durchzuhalten. Das ist ja fast schon Wettbewerbsverzerrung, ja. Aber
Es hat wirklich saumäßig viel Spaß gemacht und es war unterm Strich eine sehr gelungene Veranstaltung. Aber man hätte auf jeden Fall noch mehr draus machen können aus diesem Jubiläum. Und wir sollten uns echt vornehmen, dass wir Richtung 2025, wenn dann dieses 200. Krönungsjubiläum von der Königin Therese ist, das Theresienfest noch sehr, sehr viel mehr pushen. Und dafür braucht es auf jeden Fall an irgendeiner Stelle dann mal eine Situation in der Stadt, die funktioniert. Das ist ganz klar. Aber das, wie gesagt, schauen wir mal, was das jetzt wird. Keine Ahnung. Aber es braucht auch schon die Entscheidung von ganz vielen Akteuren und einzelnen Gruppen und Zusammenhängen in der Stadt, die sagt, hey, das Theresienfest ist eigentlich eine super Sache. Das ist eigentlich ein super Pfund, mit dem sollten wir wuchern. Und das, komm, lasst uns das zusammen machen. Genau. Also eigentlich muss ich sagen, unterm Strich sehr viel mehr Licht als Schatten. Aber es sollte und könnte die nächsten Jahre auch durchaus noch mehr strahlen.